Also das Thema heute, es geht um Intuition. Das allein ist schon ein tolles Wort. Intuition, Intuition im Englischen, also da geht es um einen inneren Lehrer sozusagen. Also jemand, der oder irgendwas, was innen was lehrt. So ist, würde ich jetzt mal die grobe Übersetzung sagen. Und wenn ich in meiner Intuition bin, dann ist das ganz toll, da wird es mir nämlich nie langweilig. Oder auch das Alleinsein ist nie langweilig, weil ich quasi ständig Einsichten und Ideen bekomme, die ich in meiner Intuition nachverfolgen kann. Jetzt ist aber ganz oft und meistens die Intuition zugedeckt. Und man denkt nur, dass man in der Intuition ist. Und dabei folgt man alten Mustern, die zum Beispiel persönlichen Mustern, die aus der Kindheit kommen, wo man genau weiß, das ist richtig und das ist falsch. Und dann geht die Intuition flöten, weil die Intuition, die weiß erstmal gar nicht, was los ist. Die kommt aus dem Raum von Nichtwissen. Und wenn man da noch tiefer geht, dann hat man noch das, was sich kollektives Bewusstsein nennt. Und das steckt einem in den Knochen. Normalerweise können die Menschen da nicht hinschauen. Für die ist es so normal, was weiß ich, an Jesus zu glauben, an Allah oder an sonst irgendjemand. Das wird nicht hinterfragt. Oder bestimmte Sachen, auch in unserer Gesellschaft, die werden nicht hinterfragt. Das ist so, allein drüber nachzudenken, ist nicht erlaubt. Das heißt, das ist eine Einschränkung der Intuition. Da kann die Intuition nicht funktionieren, weil da ist wie ein großes Stoppschild, sagt, da wird nicht weiter nachgedacht drüber. Ich habe das vor kurzem erlebt in einem Kindergarten, wo ein Pfarrer gepredigt hat. Der hat eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählt und ich kann nur den Kopf drüber schütteln, weil das Verständnis, das psychologische Verständnis allein von den Menschen vor 2000 Jahren oder noch mehr, war damals ein ganz anderes. Und den Kindern wird damit was erzählt, was nicht mit der heutigen Psychologie übereinstimmt. Aber ich habe noch nicht mal drüber nachdenken können innerlich, weil ich da so ein großes Tabu habe. Also mit dem Pfarrer sprechen geht schon gleich gar nicht, weil ich ja nicht seine religiösen Gefühle verletzen will. Also wir haben in uns, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, in uns so etwas, was sich kollektives Bewusstsein nennt. Man merkt es am deutlichsten, zum Beispiel, wenn man in andere Länder reist, wo Leute die komischsten Sachen machen und es für ganz normal halten. Oder auch, wenn man krank ist, zum Beispiel, wie ich da diese Krankheit hatte und ganz allein irgendwo in der Reha war, da war ich plötzlich total draußen aus allem Kollektiv, sondern war nur mit mir alleine. Da gab es niemanden. Und das ist natürlich auch eine Chance, nämlich zu seiner eigenen Intuition zu gelangen. Deswegen liebt man das so, in fremde Länder zu reisen, denn da ist dieser ganze Sums, der uns so in den Knochen sitzt, so von, wie kannst du mir das nur antun? Oder was werden denn die Nachbarn sagen? Oder dieses richtig und falsch, was so tief in uns drinnen ist, das spielt in der Fremde keine Rolle. Und das ist eine große Erleichterung. Wenn du meditierst, dann durchdringst du zuerst mit deiner Bewusstheit deine persönliche Geschichte, also was dir so in der Kindheit erfahren ist, und nach lernst du, das da sein zu lassen, nicht immer darauf zu reagieren. Aber dann kommt der zweite Schritt. Je tiefer du gehst mit deiner Bewusstheit, umso mehr entdeckst du das kollektive Bewusstsein, nämlich das, was du für völlig normal gehalten hast und was deine Intuition abdeckt. Das ist das, warum du nicht wirklich deinen eigenen Weg gehen kannst, weil diese kollektiven Schwingungen in dir so stark wirken. Aber wir meditieren ja und gehen deswegen weiter und weiter und nach siehst du auch diese kollektive Schwingung und kannst sie einfach sein lassen und deiner Intuition folgen. Und das werden wir heute probieren. Wir werden wie immer in drei Schritten vorgehen. Nämlich der erste Schritt ist, hier ankommen.
hier sein, mit sich sein, unschuldig sein, ungestört sein, einfach jetzt da sein und sich wahrnehmen, den Atem wahrnehmen, den Bauch wahrnehmen, sich wahrnehmen, jenseits von allen, du sollst, du musst, einfach jetzt nur hier in diesem Moment sein. Und dann sich zu öffnen, eine Einladung, eine innere Einladung auszusprechen für Intuition. Ich werde dir dann eine Frage stellen. Eigentlich werde ich dir zwei Fragen stellen, die ich jetzt aber noch nicht verrate. Und diese Fragen, die lässt du einfach in dir wirken. Du brauchst keine Worte finden. Du kannst Worte finden, wenn du möchtest, aber oder die mögen vielleicht auftauchen. Aber du musst jetzt nicht drüber nachdenken, sondern empfinde einfach. Es geht in diesem Fall nicht darum, um die Antwort, sondern es geht darum, dass du der Intuition auf die Spur kommst, dass du wahrnimmst, was das eigentlich ist, wie sich das bei dir anfühlt, um sie dann jederzeit erkennen zu können und auch den Unterschied feststellen zu können, wie es ist, wenn du einfach nur in deinem kollektiven Bewusstsein bist oder wenn du tatsächlich in deiner individuellen Intuition bist. Und so werden wir also nach der Frage uns öffnen für die Intuition und nimm wahr, wie sich das anfühlt, wenn von dir innen eine Wahrheit rauskommt, eine innere Erkenntnis rauskommt. Nimm diese Präsenz wahr, diese Besonderheit in dir wahr. Und dann im dritten Schritt sitzt du genau in dieser intuitiven Präsenz mit dir. Ganz in deiner Intuition wirst stiller und stiller und wirst eins damit. Sitze aufrecht und auch entspannt. Lass die Augen zufallen und freu dich auf die nächsten 10 Minuten, in denen du mit dir in einen wahren, ehrlichen Kontakt treten wirst, dich deiner inneren Intuition öffnen wirst, bereit sein wirst zu empfangen, was die Intuition dir sagt. Aber jetzt komm erstmal hier an, atme langsam und aufmerksam in den Bauch. Wenn du einatmest, hebt sich der Bauch, wenn du ausatmest, senkt er sich. Der Atem kommt durch die Nase herein, geht langsam in den Bauch und wieder hinaus. Und wenn du ausatmest, entspannst du noch ein bisschen mehr. Du bist jetzt hier ungestört, nur mit dir. Und hast die Gelegenheit, dich wahrzunehmen, dich zu erfahren, dich kennenzulernen. Alles, was vorher war, kurz vorher, lang vorher, in der Kindheit, sonst wann, spielt alles überhaupt keine Rolle in diesem Moment. Und auch was nachher kommen wird, hat keine Bedeutung. Lass es gehen. Sei einfach nur hier. Unschuldig. Entspannt. Nimm deinen Atem wahr, wie er durch die Nase hereinkommt, den Bauch erfüllt und wieder hinausgeht. Es gibt sonst nichts zu tun. Du sitzt hier und nimmst deinen Atem wahr und entspannst noch ein bisschen mehr.
Und vielleicht hast du jetzt schon Kontakt zu deinem inneren Wesen gefunden. Es ist vielleicht nur eine kleine Empfindung von innen. Dies ist der Raum, in dem Intuition beginnen kann, in dem sie dich lehren kann. Und jetzt kommt die Frage, die du nicht beantworten musst, aber die deine Intuition vielleicht beantwortet. Die Frage heißt, bin ich auf dem richtigen Weg? Höre deiner Intuition zu und nimm wahr, wie es ist, wenn Intuition wirkt. Wie fühlt sich dein Körper an? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und solltest du ein kleines Gespür für deine Intuition bekommen, dann unterstütze sie. Lass sie sich ausdehnen. Das geht meist durch Entspannung. Und jetzt die zweite Frage. Gibt es einen Handlungsbedarf? Muss ich etwas tun in meinem Leben, um den richtigen Weg zu gehen? Du brauchst keine Antwort zu suchen. Dies ist eine Einladung an deine Intuition. Und wieder nimm wahr, wie es sich anfühlt, wenn eine Antwort kommt. Gibt es einen Handlungsbedarf? Nimm wahr, wie es ist, wenn du in deiner Intuition bist. Und wenn du den Kontakt verlierst, stell dir die Frage einfach nochmal. Bin ich auf dem richtigen Weg und gibt es einen Handlungsbedarf?
Nimm wahr, wie es ist, wenn Intuition wirkt. Und jetzt sitze noch ein paar Minuten in deiner Intuition, in diesem Gefühl, in dieser Empfindung, die du vielleicht erfahren hast. Und wenn nicht, werde einfach stiller und stiller. Entspanne und genieße dein Sein. Im Alltag sei dir über die Gefahr bewusst, Intuition mit kollektivem Bewusstsein zu verwechseln. Intuition kommt aus einem leeren Raum, in dem du lediglich präsent bist und zuhörst. Genieße die Momente, wenn deine Intuition wirkt und nimm wahr, wie sie dich anfühlt. Und wenn du jetzt dann gleich zurückkommst, deine Beine und deinen Oberkörper bewegst, behalte dir diesen Kontakt zur Intuition. Sie ist immer da. Sie begleitet dich zu jeder Zeit, ob du dich bewegst oder nicht. Wenn du also jetzt dich bewegst, ist sie da mit dir. Und so sitze noch ein paar Sekunden und dann öffne in deiner eigenen Geschwindigkeit deine Augen.